Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim am Rande des Schicksals. Es geht weiter mit diesen Isela-Ruinen. Oh Gott, es sind hier so schreckliche Kreaturen drin. Jetzt klappt es. Klappt ja immer noch nicht. Ich brauche eine Fackel. Unbedingt. Habe ich denn keine Fackel hier dran im Inventar? Habe ich die nicht mitgenommen? Ich habe 1000 Spitzhacken. Scheint mich ja wirklich nicht dabei zu haben. Wo ich doch immer sonst alles mitnehme. Außer Fackeln. Und das war ist jetzt ein Problem. Ich mache jetzt mal diese Postzauber, damit ich was sehe. Krass, es ist hier dunkel drin. Ist atmosphärisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich hier einen Lichtzauber habe, der klappt irgendwie hier drin anscheinend. Wahrscheinlich Magieresistenz, diese Ruinen. Ach, da hinten ist Licht. Das kann nur Zivilisation bedeuten. Lichttrank. Das ist natürlich schön. Ich nehme jetzt auch gleich den Lichttrank. Der klappt auch nicht. Na, dann mache ich hier weiter mit meiner Taktik. Mitnehmen sollen. Ich hätte Fackeln mitnehmen sollen. Milli-Skelett? Ja, Milli-Skelett. Kinder gestorben oder was? Knochenkinder. Scheint ja nicht Knochenkind, was? Was ist denn hier los? Ja. Ich komme deswegen nicht. Gott. Ey, diese Isela, wo die sind, haben schon was Atmosphärisches, muss man sagen. Obwohl die so dunkel sind. Naja, jetzt ist er tot. Der Lichtzauber bringt uns so viel. Ich nehme noch einen Mana-Trank und stelle mir dann, glaube ich, auch noch mal ein paar Tränke her. Ui. Kleiner. Oh, du bist aber süß, wie ich als Haustier nehme. So. Kann ich denn? Entzug, Intelligenz. Nee, das will ich nicht. Lebensenergie. Sehr gerne. Ich will auch unbedingt meine wirklich meine gottverdammten Skills im Alchemie verbessern, damit ich endlich bessere Tränke erstellen kann, weil wirklich das ist ja schlecht. Kann ich leider nicht anders sagen, es ist schlecht. Naja, dann lassen wir das, glaube ich mal. Na dann. Hat denn einer dieser Skelettkinder dabei? Schinderkinder. Sieht nicht so aus. Nee. Na. Nope. Hier oben vielleicht drinne. Ja, ich bin ja gut, ey. Ha. Ja. Zwei Zwiebeln brauchen wir eigentlich nicht. Ja, aber das war ja auch ein cleveres Versteck, aber nicht so clever wie ich. Clever. So, Geist. T
Tja, jetzt seid ihr Geister nicht mehr so stark wie damals, als ich in dieser anderen Dinger war und alle mich gejagt haben und ich tausendmal gestorben bin. Das sollte jetzt irgendwie episch klingen, hat aber irgendwie scheiße gemacht. Mein Hund träumt und macht dabei, jault sozusagen dabei, oder beziehungsweise macht dabei Geräusche. Oh nein. Mein Stab ist nicht mehr aufgeladen. Scheiße. Bitte nicht. Oh Gott, ich brauche eine Fackel. Hast du eine Fackel dabei? Hast du eine Fackel dabei? Nee, natürlich nicht. Ach, jetzt klappt dieser Lichtzauber. Merkwürdig, dass er jetzt klappt. Ja, echt merkwürdig, dass er jetzt klappt erst. Sonst hätte ich habe ja genau für solche Sachen gelernt, weil ich schon darauf hingewiesen wurde, dass es recht dunkel wird in diesem Spiel. Also ja, habe ich ein Forum gelesen. Ja, ich gucke mir sogar Foren an. Der sieht krass aus. Uiuiui, der sieht cool aus. Krass. Der sieht ein bisschen aus wie die Frau von WoW. Diese, nicht diese Rigule, sondern die in Scholomanz. Da ist ein Boss in Scholomanz, der so aussieht. Boah, cool. Den will ich mitnehmen. Ich habe tatsächlich so einen Totenkopf mit Hörnern. Steht hier neben hier. Kann ja mal gegenklopfen. Ja, habe ich aus dem Soltau, Heiderpark Soltau. Ziemlich cool. Ich habe nämlich Krake überlebt. Ach, das Tipp von hier bin ich gekommen. Aber jetzt klappt mein Stab wieder. Wie viele Aufladungen hat denn der noch? 88. Ja, der hat noch lange. So, wo sind denn eure blöden verlorenen Familienerbstücke? Geh ja nicht umsonst hin. Ist ja kein Verbindungspark. Ja, ich gehe, glaube ich, hier erstmal hoch, oder? Keine Ahnung, soll ich hier erstmal hochgehen? Ich glaube, das sollte irgendwann mal eine Falle sein. Nicht gut geklappt. Falle der Fall, muss man fast schon sagen. Ach, herrlich. Hier gibt es ja überall Gänge. Krass. Ich gehe hier, glaube ich, erstmal hin. Ich mache oben erstmal alles, dann klappe ich mich nach. Gehe ich nach unten weiter. Und so weiter und so fort. Hoffentlich werde ich noch alles mitnehmen. Ich frage mich, warum, wie dieser andere Abenteurer es hier überhaupt durchgeschafft hat, wenn hier noch so viele Leichen rumgondeln. Der hat doch gesagt, ich bin zu schwer verwundet und ich soll die Magier im Sanktum darüber in Kenntnis setzen. Aber hier ist irgendwie keiner tot. Ist einfach hier reingerannt, ist gestorben und wieder raus. Hat er viel gemacht. Vielleicht ein Elite-Schnitter. Ja, Lichtwache Ganda. Ganda, du wirst durch meine Hand leider fallen. Tja, Ganda. Habt ihr gerade dieses Klonk gehört, wo er sein Schwert gegen meinen Stab geklonkt hat? Tja. Das war schon tot. Fällt vor Müdigkeit um. Oh. Der ist natürlich schön. Ist sogar eine einhändige Klinge. Da könnte ich mein Schild daneben machen. Ja, ich glaube, ich nehme die mit. Dann lege ich mal mein altes Schwert hier ab.
und nehme ein neues an mich. Obwohl ich ja eigentlich eher selten mit dem Schwert kämpfe. Naja, egal. Ich trinke nochmal einen Trank. Ich singe und meine Stimme erklinge. Ich sollte aufhören. Oh, der haut aber rein. Oder hatte ich schon so wenig Leben? Das ist auch eine Lichtwaffe. Da bin ich einfach nicht gut im Ausweichen, beziehungsweise nicht gut im Abwehren. Wahrscheinlich bin ich nicht gut im Abwehren. Also mein Lebensenergietrank, den ich immer herstelle, ist ja wunderbar. Guck mal, wie viel Leben ich dazu bekomme. Der sieht ungesund aus, mein Freund. Tja. Niemals Alkohol trinken. Kann ich die Axt gut verkaufen? Na, 75, na, ist zu schwer dafür. Ah, endlich kann ich mal wieder warten. Und ich glaube, hier mache ich auch erstmal wieder einen kurzen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part.